Hallo, ich heiße dich willkommen. Heute möchte ich dir gern zeigen, wie du mit dem Online-Systembrett deine aktuelle Situation aufstellen kannst. Das heißt, unsichtbare Strukturen, die am Wirken sind, in die Sichtbarkeit bringst. Das ist sehr wesentlich, um zu schauen, wo man gerade steht. Was ist denn dein Status quo? Wo stehst du gerade? Ist dir das eigentlich bewusst? Aus meiner Erfahrung heraus ist kaum einem bewusst, wo er gerade wirklich steht. Man kann über Dinge nachdenken, sich seine Meinung bilden über seine aktuelle Situation und vielleicht auch mit Freunden mal darüber sprechen. Fakt ist, wenn ich meine aktuelle Situation betreffend eines Themas auf dem Online-Systembrett aufstelle, das heißt gefühlt in die Sichtbarkeit bringe, dann fällt es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Du stehst einfach da und denkst, wow, ja genau, das ist deine aktuelle Situation. Oh mein Gott. Wenn du keine Probleme hast, stellst du ja nichts auf. Das heißt, du hast ein Thema, was dich beschäftigt, belastet, wo eine Entscheidung vielleicht gefragt ist und dann weißt du nicht, wie du entscheiden sollst. Vielleicht hast du auch Menschen um dich herum, die dir nicht gut tun. Und deswegen möchte ich jetzt dir heute einfach mal zeigen, wie du mit dem Online-Systembrett für dich tatsächlich auch arbeiten kannst. Dass du nicht abhängig bist von anderen Menschen, von Geld, dass du ein Coaching bezahlen kannst, sondern dass du tatsächlich für dich mal versuchen kannst, probieren kannst, wie so etwas geht. Ich nehme dich mit auf eine kleine kurze Reise zum Online-Systembrett und hoffe, dass du Inspiration tankst, dass du es für dich ganz erfolgreich nutzen kannst. Und solltest du wirklich Unterstützung brauchen, dann google einfach unter systemische Aufstellung und du wirst fündig werden. Aber in jedem Fall ist dies ein Tool für daheim. So, dann gebe ich mal den Bildschirm frei. Jetzt landet ihr mit mir in meinem Account, wo ich angemeldet bin beim Online-Systembrett. Und hier oben rechts ist Brett erstellen und da gehe ich jetzt drauf, kann die Bezeichnung eingeben, also nochmal aufstellen auf dem Online-Systembrett. Wie mache ich das? Genau, ich habe, Entschuldigung, jetzt habe ich das hier falsch gemacht. Auf dem Online-Systembrett und das Passwort, da muss man noch eins eingeben. Das ist jetzt egal, welches. Genau. Machen wir hier die 2 draus. Und jetzt wird das auf jeden Fall gespeichert und Brett öffnen. Und dann kommst du gleich in diesen imaginären Raum hinein. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Genau, da ist das Brett auf einem Tisch. Also wenn wir ein bisschen zurückscrollen, sehen wir jetzt den Raum besser. Und ich drehe jetzt hier mal ein bisschen rum. Da ist die Tür, eine Sitzgruppe, ein Sideboard und das Fenster mit Sonnenlicht und einem wunderschönen Baum. So, und es ist total toll, weil du kannst auf diesem Brett vieles aufstellen, eigentlich fast alles. Es ist eine tolle Möglichkeit, auch vor allen Dingen die Größe zu variieren. Was du zu Hause natürlich nicht kannst, wenn du das jetzt einfach mal auf den Teppich stellst oder auf deinen Tisch. Hier links gibt es die Menüleiste. Da gibt es viele, viele verschiedene Funktionen. Wichtig ist hier unten das unterste Figur erzeugen. Das machen wir jetzt mal, da gehe ich drauf. Hier unten sind die kleinen Männchen wieder links unten. Und dann kann man sich die entsprechende Farbe auswählen, die man gerne hätte. Kann nochmal scrollen. Und ich nehme jetzt mal gelb. Und dann schreibt man einfach den Namen drüber. In diesem Fall würde ich jetzt mal ich schreiben oder Heike oder Anna oder Peter oder wer auch immer das ist. Und wenn ihr jetzt seht, hier steht das Männchen jetzt auf dem Tisch. Wenn ich das jetzt ranscrolle, steht jetzt hier der Name drüber. Ja, also ich. Genau, dann kann man die gut erkennen. Ja, dieses Männchen kann man jetzt auf dem Tisch dahin schieben, wo es sich gut anfühlt.
Ich kann das alles bewegen mit der Maustaste hier, zurückscrollen, sehe ich wieder von weiter weg aufs Brett. Ich kann auch hier auf der, in der Menüleiste, das zweite Button von oben ist Helikoptersicht. Da gehe ich mal drauf und dann habe ich es von oben, wenn ich einen besseren Überblick haben will. Und ansonsten gehe ich unterm Helikopter auf Brett zentrieren. So. Jetzt stelle ich mich gefühlt auf. Das heißt, ich nehme jetzt ein fiktives Thema. Keine Ahnung, ich möchte jetzt mich mit meinem Partner besser verstehen. Ja, weil wir ja hier auch, ich werde das Video auch bei Exit freischalten, also dein Weg aus der toxischen Partnerschaft. Und deswegen nehme ich jetzt dieses Thema. Also, du würdest dich gerne mit deinem Partner wieder besser verstehen. Wo fühlst du dich im Raum wohl? Also eher hinten links. Das ist dein Lebensbereich hier. Ja, also ich würde das Männchen jetzt mal dahin stellen. Genau. Jetzt gucken wir, wie groß darf es sein. Jetzt ist hier unten auch eine Menüleiste. Man kann auf 1 runtergehen. Da geht es dann nicht mehr weiter. Das ist das Minimum. Oder wir gehen auch auf 9 hoch. Das ist das Maximum. So. Wie groß fühlst du dich im Moment in diesem Thema, was du aufstellen willst? Wenn du dich nicht so gut fühlst, machst du dich halt ein bisschen kleiner. Du fühlst dich vielleicht auch klein. Genau, ich gehe jetzt mal auf 7. Dann guckst du, wohin möchte ich denn gerne schauen? Möchte ich gerne zum Fenster rausschauen oder zur Tür? Dann kannst du hier auf das weiße Feld gehen und das Männchen drehen. Oder aber du gehst hier unten in die Menüleiste und drehst hier die Figur. Genau. Also ich würde jetzt gerne mal zur Tür gucken. Genau. So, jetzt gehe ich wieder auf Figur erzeugen, links in der Menüleiste und erzeuge natürlich meinen Partner. Schreibe jetzt mal drüber, Partner, völlig neutral. Und dann fühle ich mal, wo steht denn mein Partner hier in diesem Feld tatsächlich? Wo würde ich ihn aufstellen, gefühlt? Also, ich würde ihn jetzt hier hinstellen. Die Größe, wie groß empfinde ich meinen Partner? Es geht um Gefühle, ne? Um das, was du fühlst, wie deine Realität ist, wie du es empfindest. Ja. Ja, so würde ich es jetzt mal machen. Auf die 8, ein bisschen größer als ich. Und wo guckt der hin? Der guckt auch zur Tür. So. Jetzt könnte man hier also über der Figur erzeugen, kann man eine Fläche erzeugen, geht man drauf. Kann man auswählen, Viereck, Kreis, Rechteck oder Dreieck. Ich nehme jetzt mal Orange und da schreibe ich mal hin, unsere Beziehung soll harmonischer werden. So, das ist mein Ziel. Wie groß darf das sein? Ich lege das jetzt einfach mal unter mich drunter. Ja, ich würde mir das schon wünschen, dass es harmonischer wird. Genau. So, jetzt stehe ich auf meinem Feld, was ich mir wünsche, und mache jetzt auf mein Männchen einen Doppelklick oder ich gehe in die untere Menüleiste. Jetzt hängt es gerade. Genau. Genau, da muss ich erst aufs Männchen draufklicken und dann gehe ich auf Innensicht. Dann kann ich aus mir herausschauen, aus dem gelben Männchen. Also hier seht ihr dann. Hier steht ich, also das ist das Männchen, wo man gerade drin ist, die Figur. Und jetzt gucke ich sozusagen auf die Tür. Ich sehe zwar meinen Partner rechts, aber eigentlich gucke ich ja auf die Tür. Jetzt kann ich mich fragen, wenn ich drin bin, möchte ich gern diese Position noch verändern? Dann kann ich hier links, hat man zwei kleine Menüleisten separat, da kann ich mich bewegen. Das heißt, ganz links kann ich mich nach links drehen, nach rechts drehen, mich hier nach vorne bewegen, zurückbewegen oder auf dem Brett wandern, wie ich möchte. Drehen sind immer die runden Pfeile. Genau, und hier kann ich auch, wenn ich gefühlt meine Größe verändern möchte, eben auch meine Größe verändern. Ja, also wenn ich jetzt hier so stehe, würde ich schon sagen, dass ich eigentlich schon mehr auf meinen Partner gucke. Nee, eigentlich nicht. Nee, das fühlt sich gerade gar nicht wirklich gut an. Der guckt mich noch nicht mal an. Also der guckt auch ganz woanders hin.
Ich drehe mich jetzt mal im Kreis, wie sich das so anfühlt, wo ich gerne hingucken möchte. Und wünsche mir ja eigentlich, was das Thema ist, dass die Beziehung bitte harmonischer werden soll. Genau. Jetzt kommt da das Fenster langsam in Sicht. Oh, da geht mein Herz auf. Grün, Natur. Ja, das gefällt mir. So will ich bleiben. Da werde ich auch gleich noch mal ein Stück größer. Also werde ich ein ganzes Stück größer, Maximum. Genau. So, jetzt gucke ich mal in meinen Partner rein mit Doppelklick. Der guckt zur Tür. Okay, mein Partner. Aber eigentlich will der hier gar nicht stehen. Der guckt zur Tür und der will eigentlich raus, nix wie weg. Hier geht's nicht weiter. Der will nix, nix wie weg hier. Der will hier nicht sein. Nee. Also wenn ich mich jetzt rumdrehe zu mir und der, also aus der Sicht des Partners auf mich draufschaue, und dann sehe ich ja auch sozusagen, also wenn ich jetzt der Partner bin, sehe ich meine Partnerin oder meinen Partner und eben auch den Wunsch, die Beziehung soll harmonischer werden. Nee, nee, will ich nicht. Ich drehe mich sofort wieder Richtung Tür. Gefühlt ist das jetzt mein Ziel. Ich will hier weg. Kommt mir als allererstes in den Kopf. Ich will hier weg. Noch ein Stück zur Tür ganz genau anvisieren. So, ich will hier weg. Jetzt erzeugen wir eine Fläche und nehmen diesen Gedanken mal auf. Ich will hier weg. So, also besser noch mit Ausrufezeichen. So fühlt sich das jetzt an. Zack. So, also das fliege ich jetzt unter den Partner. Mache ich ein Stück größer. So, ich will hier weg. Tja, also wenn wir uns jetzt mal mit diesem Gefühl, wo wir stehen wollen und was wir für ein Ziel haben, den Partner angucken und sein Ziel, also dann erkennen wir hier sehr gut, auch nochmal in der Helikopteransicht, schwierig, oder? Da wird es wohl mit der Harmonie nicht mehr klappen, nehme ich an. Man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, so ist jetzt die aktuelle Situation. Wieso ist die denn so entstanden? Und dann zentriere ich das Brett wieder und frage mich, kann noch mal reingehen in mich selbst, Doppelklick. Wieso will ich denn hier aus dem Fenster gucken und nicht meinen Partner anschauen? Und der erste Gedanke, der dann hochkommt, ist der richtige und wichtige, den man auf jeden Fall verwenden darf. In diesem Fall schreibe ich jetzt mal hin, er hat ja nie Zeit für mich, weil er immer arbeiten muss. Genau. Ich nehme meine Fläche in diesem Fall, erzeuge die. Ich nehme noch meine gelbe. Er hat ja nie Zeit für mich. So. Muss immer arbeiten. So, das lege ich jetzt mal in die Mitte, mache das ein bisschen größer, weil ich das als sehr einschränkend empfinde. Genau. Gehe nochmal in mich rein. Spür noch mal, fällt mir noch was dazu ein? So, und dann könnte ich zum Beispiel auch noch aufschreiben. Er ist immer so barsch zu mir, wenn er nach Hause kommt. Oh, jetzt haben wir, das kommt nicht mehr. So viel Platz haben wir hier nicht. Genau. Dann mache ich mal einfach nur noch ein K, dass wir wissen, was gemeint ist. So. Tja, immer das, die Fläche wird an der Mitte dann hingelegt, automatisch. Dann müssen wir sie dann verschieben und verändern. Er ist immer so barsch zu mir, wenn er nach Hause kommt. Ich empfinde das so. Ja, das ist mein Gefühl. So ist er zu mir. Und wenn ich das so sehe, er hat ja nie Zeit für mich. Helikopteransicht. Ja, muss immer arbeiten und wenn er zu Hause kommt, ist er so barsch zu mir. Naja, was habe ich denn dann von der Beziehung? Natürlich will ich da nicht drin sein. Ich wünsche mir zwar, dass es harmonischer wird, aber eigentlich fliehe ich innerlich und schaue aus dem Fenster und sage, hier, also das da ist viel attraktiver für mich.
als woanders hinzuschauen, als zu ihm, weil das ärgert mich dann nur oder macht mich traurig. Und da kommen wir wieder zu den Gefühlen. Da können wir tatsächlich mal reinspüren. Okay, jetzt haben wir zwei Fakten. Was macht das denn mit mir? Und da ist da die Traurigkeit in sich wieder verlassen. Und dann kann man das nochmal als Fläche erzeugen und auch aufstellen. Ich nehme das jetzt mal in Türkis. Traurigkeit. Das ist jetzt meine Traurigkeit, die auf jeden Fall ja unter mir drunter liegt. Genau. Ist auch deutlich größer. Das ist jetzt transparent gemacht, so ein bisschen unglücklich. Man kann das auch anders machen. Ich gehe nochmal auf Figur verabschieden, die ich angeklickt habe. Gehe nochmal auf Fläche erzeugen. Und da kann man hier oben rechts anklicken, ob man das transparent eben nicht haben möchte. Dann geht man da drauf, geht nochmal auf Fläche erzeugen und schreibt das dann hin. Mal die Traurigkeit. Aus Fehlern lernt man. Jetzt kann ich es gut hinschieben. Jetzt ist es nicht mehr transparent. Seht ihr das? Helikopteransicht. Da, jetzt kann man das super gut lesen. Genau, also ich bin traurig. Wie sehr bin ich denn traurig? Also schon, ja, 8 würde ich jetzt sagen. Genau. Also hier haben wir, er hat ja nie Zeit für mich, muss immer arbeiten, er ist so barsch zu mir. Das ist keine Beziehung, die ich möchte. Und jetzt kann ich, wenn ich dann alles erstmal aufgestellt habe, muss nicht viel sein, aber so ein paar wichtige Sachen, kann ich mich nochmal in das Männchen reinklicken, also in den Partner. Und wenn ich mich jetzt mal so gefühlt in ihn hineinversetze, was er wohl fühlt, was er wohl fühlt, was er denkt. Und dann kommt so als allererstes in meinen Kopf, sie, also in diesem Fall mache ich jetzt mal sie, es kann auch ein er sein. Ja, er, genau. Nörgelt immer an mir herum. Also sprich, wieso kommst du so spät von Arbeit? Wieso bist du immer schlecht gelaunt? Genau. Sie oder er nörgelt immer an mir herum. Gefühlt würde ich es jetzt dahin legen. Jetzt habe ich wieder aus Versehen transparent gemacht. Aber das ist nicht schlimm, wir können es noch lesen. Nee, ich muss das tatsächlich auf den anderen. Also nicht transparent. Ich gehe auf Löschen, Figur verabschieden, zack, Enter-Taste, gehe nochmal auf Erzeugen, nehme das Transparente raus und nehme nochmal eine Farbe. Genau. Die er nörgelt immer an mir herum. So. Das sind typische Strukturen in toxischen Verbindungen, Helikoptersicht. Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich hier weg will. Kann ich mich nochmal in meinen, also in den Partner hineinklicken, guck wieder zur Tür. Ja, und dann kommt, ich muss arbeiten. Für mich ist das wichtig. Okay. Gehen wir nochmal auf Fläche erzeugen. Nicht auf transparent, genau, das machen wir anders. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Für mich ist das wichtig. Wer nicht das Gefühl hat, dass er sich in eine andere Figur hineinversetzen kann, da ist das natürlich schwierig, das alleine aufzustellen. Dafür braucht man dann vielleicht doch einen Coach. Aber wer eine gute Intuition hat, ein gutes Bauchgefühl, ein gutes Empfinden, der kann das locker selber machen. Für mich ist das jetzt hier die Aufstellung, wichtig, euch zu zeigen, dass diese verschiedenen Strukturen in toxischen Familien oder Partnerschaften gang und gäbe sind. Ja, das heißt, du stellst dich auf, du stellst deine Gedanken, deine Gefühle auf, in diesem Fall mit Fläche erzeugen und eben vorher das Männchen und die Figur. Und dann siehst du auf diesem Brett eigentlich nur, was tatsächlich gerade ist. Was ist denn gerade? Was ist der Status quo in deiner aktuellen Situation? Tja, und hier ist Fakt, der Partner hat seine Entscheidung getroffen.
Er muss arbeiten, für ihn ist es wichtig. Das ist offensichtlich hier in dieser Konstellation seine Priorität. Und deswegen kann er überhaupt nicht verstehen in seiner Welt, dass dieses Männchen, dieser Partner, diese Partnerin an ihm herumnörgelt. So, und deswegen, ich will hier weg. Natürlich, wenn das seine Priorität ist, ja, ich muss arbeiten, für mich ist das wichtig, dann gibt es kein Verständnis für, er hat nie Zeit für mich und für die Traurigkeit. Kein Verständnis. Wenn es kein Verständnis gibt für die Bedürfnisse des Gegenübers und kein Entgegenkommen vom Partner, weil er versteht, dass das für den Partner nicht okay ist, dann würde ich sagen, man kann auf Helferlein gehen. Und da haben wir hier oben noch eine Wand. Eine Wand erzeugen kann man da. Und dann kann man mal mit Fragezeichen schreiben, ob die Trennung tatsächlich das Richtige wäre. Kann man auch drehen, in der Größe verändern. Genau. Ich gehe jetzt mal wieder von mir aus. Also wie fühle ich mich bei dem Gedanken, dass er, geht ja um dich, also nicht um ihn, dass er immer arbeiten muss. Es ist ihm wichtig, da liegt sein Schwerpunkt. Ja, er braucht es einfach. Wie realistisch ist dann eine Trennung für mich? So, wo würde ich die gern hinstellen? So, da. Wenn er sowieso nie Zeit für mich hat, dann können wir uns ja auch trennen. Wie groß ist die Trennung? Ist die hier 9? Also der Gedanke der Trennung, ist das akzeptabel für mich oder ist die mini klein? Wo würde ich die Trennwand einziehen wollen? So, jetzt nehme ich mal die 3 und gehe auf Doppelklick nochmal in mich hinein. Und wenn ich jetzt so mich noch rumdrehe zu meinem Partner und zu der Trennwand, sozusagen die mögliche Trennung zu vollziehen, mich wieder mehr in meine Energie, in mein Leben zu bewegen und heraus aus dieser dysfunktionalen Partnerschaft, die ja offensichtlich nicht harmonisch ist. Das ist ja unschwer zu erkennen. Okay, stopp. Das ist jetzt hier so das, was ich sehe. Kann ich nochmal runtergucken? Ja, da sehe ich nicht viel, außer was ich schon weiß. Ist hier da hinten der Partner, der eigentlich nur fliehen will, der will weg. Die Trennwand steht da, aber wenn ich so drauf gucke, ich habe die jetzt nicht groß gemacht, ne? Also die ist ja nur recht klein. Ja, ich bin da wohl offensichtlich ziemlich unentschlossen. Das heißt, die steht ja gar nicht zwischen mir und meinem Partner. Ich sehe ihn ja noch und diese Wand ist so klein, das ist überhaupt nicht. Nee, da ist keine Trennung. Jetzt kann ich mal gucken, wenn ich die Trennwand, muss ich die Innensicht wieder verlassen, die Trennwand tatsächlich mal in die Mitte schiebe und mal experimentell größer mache. Sagen wir mal 8. So, und jetzt klicke ich wieder auf mein Männchen und gucke raus. Und jetzt sehe ich ihn fast gar nicht. Mache das jetzt mal so, dass ich ihn wirklich gar nicht mehr sehe. Und gehe wieder auf Doppelklick. Wow. Und dann guckst du, was in dir hochkommt. Es ist sozusagen eine experimentelle Trennung auf dem Brett. Was denkst du denn dann? Was fühlst du denn dann? Also mit ihm geht's nicht. Aber geht es denn ohne ihn? Ja, was fühlst du? Das Erste, was dir in den Kopf kommt, das Erste, was du fühlst. Mein Magen krampft sich zusammen, könnte auch tatsächlich eine körperliche Reaktion sein. Ich will ihn wieder sehen. Okay, dann müssen wir das wieder wegschieben. Gehen wir nochmal Doppelklick rein. Wow, jetzt fühle ich mich erleichtert. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn du jetzt einen Coach hättest, und ich denke, an dieser Stelle braucht man vermutlich einen. Dann darfst du dich fragen, wieso fühle ich mich so schlecht, wenn doch mein Partner mir nicht mein Bedürfnis nach Nähe erfüllt? Wenn er seine Dinge umsetzt, die ihm wichtig sind, warum fühlt sich die Trennung dann nicht gut an? Weil wenn es keine negative Reaktion gäbe, wenn das Trennungsbrett sozusagen dazwischen steht, sondern ich mit
diesem Gedanken, mich zu trennen, erleichtert wäre, also wenn das jetzt hier steht, ja, und ich gucke da rein und denke, Gott sei Dank, jetzt bin ich diese Traurigkeit dann auch los und dann soll er halt machen, was er möchte. Wenn das aber nicht ist, wenn in dir irgendwas sagt, nein, 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 ich kann mich nicht trennen, ich will mich nicht trennen, mir krampft mein Magen zusammen, ich fühle mich elend, klein, hilflos, allein. Obwohl die Beziehung dysfunktional ist, das heißt, obwohl sie toxisch ist und dir nicht gut tut, dann darfst du bei dir schauen, wo das herkommt. Und dafür brauchst du auf jeden Fall Unterstützung. Das heißt, wenn du mit dieser Aufstellung in die Erkenntnis gelangst, okay, also er hat andere Themen offensichtlich als ich und das natürlich auch gerne noch sacken lässt und drüber schläfst und mal beobachtest, ist das wirklich so, wie ich das hier aufgestellt habe? Also das ist wichtig, ne, einen Realitätsabgleich zu machen. Ist das wirklich so, sich das bewusst zu machen? Dann kann man eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung muss immer so sein, dass sie zu deinen Gunsten ausfällt, weil du bist für dich und dein Leben verantwortlich, für dein Wohlbefinden bist ausschließlich du verantwortlich, niemand anderes sonst. Das heißt, wenn du dich nicht wohlfühlst bei dem Gedanken an eine mögliche Trennung, hier steht ja noch ein Fragezeichen, sondern sich dein Magen zusammenkrampft und du sagst, nein, das geht ja gar nicht, sondern wirklich den Blick auf den Partner noch brauchst, auch im echten Leben natürlich, dann ist die Frage, wieso ist das so? Und vielleicht kommt auch schon, wenn du dir selbst diese Frage jetzt hier auf diesem Brett noch stellst, weil du bist ja noch in deinem Männchen drin, kannst du dich fragen, wieso kann oder will ich mich nicht trennen? Und es ist tatsächlich so, dass bei vielen, 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 vielen Menschen dann der Gedanke hochkommt, ich will nicht alleine sein. Viele Menschen in toxischen Beziehungen schaffen es nicht, wieder alleine zu sein. Sie wollen es nicht. Sie fürchten sich förmlich davon. Und dann könnte man, das wäre jetzt hier zu viel und zu lang, tatsächlich eine separate Aufstellung machen. Das heißt, neues Brett, dich hinstellen und dann deine Angst unter deine Füße. Wenn ich mich trenne, bin ich allein. Meine Angst, Trennung ist gleich alleine sein. Und das ist ein Coaching-Thema. Ich weiß nicht, inwiefern du dir da selbst behilflich sein kannst. Wer ein bisschen geschult ist in dem ein oder anderen psychologischen Bereich, kann das auf jeden Fall für sich selber machen. Wer gar keine Vorbildung in diesen Bereichen hat, sollte sich hier dann zwangsläufig Unterstützung holen. Entweder einen Coach, der eben mit dem Systembrett arbeitet oder ein anderes Coaching macht, zum Beispiel eben auch EFT. Für Bewusstwerdung ist das Brett mega und ganz wichtig. Also da sucht ihr jemanden, der damit arbeitet, zum Auflösen von Ängsten dann eben EFT. Und ja, wenn du ein diagnostiziertes Trauma oder eine diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung hast, dann such dir bitte zur Bewusstwerdung von solchen Prozessen und zum Auflösen bitte einen Psychotherapeuten, der hoffentlich auch mit EFT oder EMDR arbeitet. Das sind diese schnellen Augenbewegungen zum Integrieren von bestimmten Anteilen. So, also jetzt gehe ich hier mal aus der Innensicht raus, gucke mir das Ganze nochmal von oben an. Und das ist für heute jetzt hier das Ende. Das heißt, erstmal unser Status quo, den wir uns hier gemeinsam sozusagen erarbeitet haben. Also, du traurig, er hat ja nie Zeit für mich. Ich würde gern, dass die Beziehung harmonischer ist, aber ich stehe da echt mit diesem Wunsch offensichtlich auf einsamem Posten. Und dann ist er auch noch barsch zu mir, wenn er nach Hause kommt. Ja, kein Wunder, weil der Partner ja offensichtlich die Arbeit priorisiert und das Nörgeln nicht verstehen kann. Natürlich wird er dann barsch. So, das heißt, hier sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse am Wirken. Der Partner hat das Bedürfnis, sich seiner Arbeit zuzuwenden. Das ist offensichtlich seine Priorität. Und das ist bei Männern gar nicht mal so selten. Und das will ich nicht generell sagen, aber das ist tatsächlich so. Und in diesem Fall die Partnerin kann ja auch andersrum sein.
sitzt sozusagen dann da und auch wenn sie selbst berufstätig ist, vielleicht doch einfach mehr Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit und gemeinsamen Unternehmungen hat, was er hier in dieser Aufstellung offensichtlich nicht leisten kann und will. Und durch diese komplexe Dynamik in dieser Beziehung, die wir jetzt hier sichtbar gemacht haben, also völlig frei erfunden, aber typisch für toxische Beziehungen, ja, da ist nichts zu machen. Also er will weg und da die Partnerin steht und will nicht loslassen, weil die Trennung sie in eine Angst hineinmanövriert, der Gedanke allein an eine Trennung sie in eine Angst hineinmanövriert und an den Gedanken und das Gefühl, wenn ich mich trenne, bin ich ganz allein. Und wenn man Angst hat vom Alleinesein, da darf man dann genauer schauen. Wo kommt sie denn her? Wo kommt diese Traurigkeit, diese Angst her? Und das ist ein Thema für eine Extraaufstellung. Du kannst dir hier tatsächlich unten rechts auf der Kamera hier, das linke Symbol, ein Bildschirmfoto speichern, einmal draufklicken und zack, wird es in deinen Downloads gespeichert. Das ist mega toll. Und ja, dann hast du sozusagen einen Einblick, wie deine Situation jetzt hier und heute aussieht. Immer jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, jetzt. Präzentrieren gehe ich nochmal hin links in die Leiste. Und mach nochmal so einen Rundumblick. Ich würde das gerne von der Seite nochmal abfotografieren, Bildschirmfoto speichern, unten rechts, linker Button, zack. Bildschirmfoto wird gespeichert, jawohl. So, wenn du das verlassen möchtest, gehst du hier oben auf Sitzung verlassen, ganz oben rechts in der Ecke siehst du diesen Pfeil, der Ausgang ist dort und dann kommst du wieder raus. Hier Sitzung verlassen, die Daten werden gespeichert, ich gebe keinen Kommentar in diesem Moment und kann jetzt auch das alles hier schließen. Genau, jetzt stoppe ich hier mal die Freigabe und komme zurück zu dir. So, das ist mein, ja, wie soll ich sagen, mein Tipp für dich. Definitiv. Das ist mein Tipp für dich, dass du für dich zu Hause autonom in eine gewisse Klarheit kommen kannst. Wenn du ein gutes Bauchgefühl hast und in gewisser Weise deinem Herzen folgst, ist es einfacher für dich, als wenn du sagst, boah, das habe ich noch niemals gemacht. Aber noch niemals gemacht haben heißt nicht, dass man es nicht kann. Ausprobieren kann man es in jedem Fall. Und wenn du nicht online sein möchtest und sagst, nee, übrigens kann das keiner einsehen, es ist privat, nur du kannst es sehen, wenn du das Passwort zu deinem Account hast. Du machst es lieber auf dem Tisch zu Hause oder auf dem Teppich. Suchst dir verschiedene Figuren, die für die verschiedenen Figuren im Leben stehen und stellst es dort auf, kannst du das auch tun. Aber hier hast du wirklich die Möglichkeit, diese Innensicht zu machen, dich reinzuklicken mit dem Doppelklick. Ja, zu sagen, papa, ich guck mal kurz, ich gucke jetzt aus mir raus, wie fühlt sich das denn an? Du kannst dich drehen, du kannst dich bewegen, kannst du auch in echt machen. Hier kannst du die Größe verändern. Kannst dir die Themen hinlegen. Ich finde, es ist eine ganz tolle Methode. Und für Leute, die arbeiten mit dem systemischen Aufstellen, ist dieses hier mega, weil du kannst als Coach oder als Therapeut das Brett mit dem Klienten teilen, online teilen. Das heißt, ihr könnt gemeinsam am Brett arbeiten. Und wenn du es für richtig hältst, kann auch der Klient einen Zugriff aufs Brett erhalten, auf das er A in der Sitzung mit verändern kann, unter Anleitung, ganz wichtig, nicht einfach wild herumschieben und auch später noch Zugang zum Brett, zumindest für einen gewissen Zeitraum erhält, damit er dann für sich in Ruhe nochmal gucken kann, wie hätte ich das denn gerne, wenn er selber tatsächlich weiterarbeiten kann und will. Ja, unbegrenzte Möglichkeiten finde ich und diese Möglichkeiten hier finde ich genial. Das heißt, willst du dir über deinen Status quo in deiner aktuellen Situation bewusst werden, Klarheit gewinnen, dass du sagst, boah, ich muss erst mal verstehen, wo bin ich denn hier gerade? Dann empfehle ich dir dieses Systembrett. Definitiv. Ich bin begeistert von dieser Methode und auch von dieser Art, online aufstellen zu können. Wenn
dein Status quo klar ist, erst dann folgt der nächste Schritt. Werde dir der aktuellen Situation bewusst, werde dir deine Gefühle bewusst, die mit dieser aktuellen Situation zu tun haben und deine Bedürfnisse. Schau auf deine Bedürfnisse. Welches Bedürfnis hast du? Sprich es aus, schreib es hin, leg es unter dich drunter. Oder wenn du sagst, nee, ich habe das überhaupt gar keinen Zugang mehr zu all dem, dann hol dir Unterstützung. Ich hoffe, dieses Video ist für dich eine Inspiration, mit dem Online-Systembrett zu arbeiten. Und ja, es ist kostenpflichtig, wenn man sich dort anmeldet, aber schau genau, wie viel es kostet. Es gibt meistens einen Einstiegspreis für sehr wenig Geld. Vielleicht hilft dir das, um schon mal für dich Klärung zu bringen in deine aktuelle Situation. Dann hast du einige Zeit für dich zur Verfügung, um das Brett auszuprobieren und auch für dich zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade? Und wenn du so begeistert bist wie ich, dass du sagst, okay, ich bleibe dabei, dann musst du auf jeden Fall auch zahlen dafür, aber für den Anfang gibt es das, ich glaube, öfter oder generell deutlich günstiger. Erkundige dich einfach. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, bei dieser Methode und bei dieser Möglichkeit gelandet zu sein. Mir hat es neue Horizonte eröffnet und diese Begeisterung möchte ich gerne an dich weitergeben. Natürlich in diesem Fall bei EFT mit Heike immer in Verbindung mit EFT, weil wenn du durch das Aufstellen Klarheit bekommen hast, wo du jetzt gerade stehst, dann kommst du auch immer an die entsprechenden Gefühle heran, an deine Emotion zu diesem aktuellen Thema, was jetzt gerade in deinem Leben vorherrscht. Also die Angst, sich zu trennen und in der Situation, in der Partnerschaft, die Traurigkeit. Und diese beiden, Traurigkeit wie die Angst, die kann man dann mit EFT beklopfen. Genau, das ist der nächste Schritt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Erfolg beim Aufstellen, ob daheim, auf deinem Teppich, deinem Tisch oder hier am Online-Systembrett. Herzlichst, Heike.